Dschungelkönigin 2023, Jamila Rowe nicht mit Sieg. Damit hat sie nicht gerechnet. Visagistin Jamila Rowe, 55, war bei der diesjährigen Staffel im Dschungelcamp eine wirkliche Überraschungskandidatin. Ihr Einzug in das Camp war sehr spontan und sie hatte keine Zeit, sich irgendwie auf die Situation vorbereiten zu können. Doch das einstige It-Girl konnte von Beginn an mit seiner Art punkten und wurde auch bei den Promi-Flash-Lesern meistens als Favoritin gehandelt. Und sie holte sich die Krone. Doch wie fühlte es sich für Jamila an, diese Show zu gewinnen? Ich bin noch wie in Trance, ich kann's noch nicht so ganz glauben, dass ich das geworden bin. Erzählte sie in dem ersten Interview mit RTL nach dem Entgegennehmen der Krone. Dass ich so weit komme, hätte ich nie gedacht, führte sie aus. Sie sei immer die Zurückhaltende. Aber immer sie selbst gewesen. Ihre ersten Gedanken nach der Bekanntgabe der Gewinnerin waren, vielleicht haben die sich verzählt? Vor dem Camp habe sie nicht wirklich viele Fans gehabt. Wer ruft denn so viel für mich an? Wo kommen diese Menschen plötzlich her, wunderte sie sich. Nach ihrer letzten Dschungelprüfung habe sie gedacht, dass Lukas, 55, sich die Krone holt. Lukas war mein stärkster Konkurrent, da habe ich gedacht, das wird ein sehr harter Kampf für mich, äußerte sie sich dazu.